Willkommen bei Friendly Mr. Z. Heute bin ich wieder in Irland unterwegs und habe für euch eine sehr spezielle Abfüllung, und zwar von den Best Drinking Friends. Und zwar ist das ein Irish Single Cask Whisky. Gut. Es ist auch ein Single Malt und ich fand halt den Namen halt ziemlich witzig, weil Best Drinking Friends hört sich nach einer coolen Nummer an. Ich erkläre euch mal kurz, wie das zustande gekommen ist. Wer so ein bisschen den Kanal von Irish Whiskies, also von Mareike Spitzer, verfolgt, der hat ja schon mal gesehen, dass die ab und zu mal zu bestimmten Anlässen auch Livestreams gemacht hat. So, und bei den Livestreams waren ja meistens immer so drei Leute beteiligt, und zwar Mareike Spitzer, Julia Nurney und Thorsten Frahling. Das war der Mensch mit der Gitarre, und die haben dann immer ziemlich coole Livestreams gemacht. War auch immer sehr lustig und sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Also gerade St. Patrick's Day war echt mega. Und aus diesen diversen Livestreams, die halt zusammen gemacht haben, ist dann irgendwann die Idee entstanden, halt eine eigene Buddel abzufüllen, beziehungsweise eine ganze Collection, weil hier steht ja drauf, The Friends Collection, heißt also, es ist Release One. Also gehen wir davon aus, dass jetzt öfters da Buddels rauskommen werden. Gut. Auf jeden Fall haben die halt dann gesagt, komm, wir müssen mal zusammen Whisky abfüllen. Haben die dann gemacht, und den kann man jetzt quasi hier, oder das Ergebnis kann man jetzt quasi hier kaufen bei der Mareike im Irish Whisky Shop. Und da kostet die Buddel 60 Euro und hat 59%. Zum Fass ist ein First Fill Bourbon Fass und ist auf 253 Flaschen limitiert. Also gibt nicht so viele. Und ist ein 5 Jahre alter Triple Distilled Malt. Woher der genau ist, keine Ahnung. Da findet man keine Angaben zu. Ist halt ein Irish Whisky. Aber wie gesagt, woher, welche Distille dahinter steckt, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin auch nicht gut genug bei Irish Whiskys, um rauszuriechen oder rauszuschmecken, welche Distille das sein könnte. Da bin ich einfach noch zu unerfahren, was Irish Whisky angeht. Aber wir bilden uns ja permanent weiter. Deswegen mal schauen, was wir hier so in der Nase haben, was Mareike und die Kollegen da abgefüllt haben. Deswegen Nase rein, los geht's. Der riecht sehr grün. Der riecht wie eine frisch gemähte Wiese. Ne? Also wenn du doch, also wenn du wirklich Samstagmorgen und du mähst den Rasen, ne, und du lässt das Zeug auf dem Rasen liegen, so riecht das. Wirklich ganz frisch gemähte grüne Wiese. Der hat noch so eine Fruchtsäure, finde ich, ne? So eine, wie von so ganz hellen Weintrauben. Also ein bisschen fruchtig ist er, aber ist eher so, alles so eher zurückhaltend, eher so, ja, chillig halt, ne? So entspannt, da haut nicht so direkt durch. Ne? So wie man das halt sonst so kennt, manchmal hast du ja so die Aromen sehr intensiv, die sind alle nur so ein bisschen da, aber die sind halt nicht so, dass du sagst, wow, das riecht jetzt krass danach oder krass danach, sondern es ist alles so gediegen, sagen wir mal so. Der hat auch so eine leichte Süße, aber die ist für mich total undefinierbar. Ne? Also ich kann nicht sagen, woher ich das kriege. Der Alkohol, also 59%, ist ganz gut eingebunden. Also ist jetzt nicht so, dass mir das oder dass das in der Nase schiebt oder so. Für 5 Jahre alten Whisky ist das schon ganz gut, muss ich sagen. Da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Also wir haben hier fast 60% halt, ne? Also da kann ich schon gut dran riechen und dran schnüffeln, ohne dass mir die Augen tränen. Also ist schon ganz gut eingebunden, muss man so sagen. Aber so viel kommt da für mich nicht. Also ich habe wirklich diese frisch geschnittene Wiese, eine leichte Fruchtigkeit, eine leichte Fruchtsäure, finde ich, so eine wirklich undefinierbare Süße, die aber auch sehr dezent gehalten ist. Und der riecht eher also so frisch, mentholig, als wenn du so ein Vic Blau Bonbon Fisherman's Friend hast. Ne? Hinten raus könnte irgendwie was Würziges sein. So,
keine Ahnung, so getrocknete Kräuter oder sowas, aber es ist auch schwer zu sagen, was es genau ist. Aber ich finde es generell schwierig. Also so viel kriege ich da leider nicht. Also diese Fruchtnote geht eher so Apfel-Birne-mäßig, ne? Also in die Richtung. Naja gut, ich würde sagen, ich probiere jetzt erstmal. Boah, ich weiß gar nicht, wie man auf Irisch das nochmal richtig sagt. Also ich kann, irgendwann hat mir das mal einer erklärt. Egal, ich sag einfach Slanja. Also, toll eingebundener Alkohol kannst du so trinken, du merkst keine 60% oder 59%. Also Leute, krass gut eingebundener Alkohol. Sehr fruchtig, schmeckt für mich wie ein Obstler, aber schmeckt sehr intensiv nach Apfel und Birne. Hat ein bisschen, so wenn du so Zitrone abreiben würdest, so für einen Kuchen oder so. Und hat echt ein krasses Röstaroma hinten raus. Also wirklich so intensive Röstnoten. Ist fast schon wie so ein wie so stark geröstete Kaffeebohnen, so ein bisschen, ne? Ja, ist schon. Kann man schon gut trinken. Also die Nase war ja echt ein bisschen verhalten. Aber geschmacklich kommt da doch einiges. Ich finde halt echt cool, dass der Alkohol so gut eingebunden ist. Also der schiebt nicht, der brennt nicht, der ist echt gut eingebunden. Also toll gemacht. Hätte ich jetzt so nach der Nase erstmal nicht erwartet. Aber gut. Ich muss ein bisschen gucken, wie sich so noch die Aromen weiterentwickeln, weil ich kriege so eine leicht herbe Note noch mit. Das ist so ein bisschen so, kennt ihr das, wenn du so auf Traubenkerne beißt? Dann kriegst du auch so eine leichte herbe Note, die. Manche mögen, manche nicht. Ich finde die eigentlich ganz okay, weil die passt gut zu den Trauben. Du hast ja erst diese süße Traube und dann diesen leicht herben, ja, Traubenkern, ne? Und so ist auch der Geschmack jetzt im Abgang. Aber ich probiere nochmal einen Schluck. Ist echt wie ein Obstler. Also wirklich der erste Geschmack ist wirklich obstlermäßig. Jetzt kriege ich noch so ein bisschen Schokolade mit, aber ab hinten raus halt wieder diese krassen Röstaromen. Aber der erste Moment ist wirklich volle Ladung Apfel und Birne, als wenn die ja Apfel und Birne gebrannt hätten und dann irgendwie die mit Schokolade und Röstaromen versetzt hätten. Also ganz komisch, aber auch irgendwie lecker. Also diese Kombi ist halt, es ist nicht wirklich Whisky. Wisst ihr, wie ich das meine? Also es schmeckt nicht so intensiv oder nicht so genau wie ein Whisky, wie ich mir das vorstelle, was ich erwarte von einem Whisky, sondern es ist eher was anderes. Ist eine leckere, sagen wir mal so, es ist eine leckere Spirituose, ist aber für mich in Sachen Whisky, ja, oder vielleicht ist in Irland ganz viel von Irish Whisky geschmacklich so. Wisst ihr, wie ich das meine? Also ich finde das gerade echt schwierig zu deuten. Also wie gesagt, ich finde ihn echt lecker, weil ich finde diese Kombi halt so cool, dass du wirklich wieder dieses intensive Apfel- und Birnenaroma hast, dann halt diese Schokolade, die Röstaromen, hinten raus vielleicht noch diese stark gerösteten Kaffeebohnen, aber ja, auch der Abgang ist so, ja, so mittelmäßig. Beim Abgang kriegst du auch noch so ein bisschen Eiche, ein bisschen Holz mit, das ist auch ganz okay. Aber ich finde, irgendwie, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Thema verfehlt, aber ich will jetzt auch nicht sagen, ja, okay, das ist halt kein Whisky. Also ich kann es halt gerade schwer zuordnen. Also insgesamt finde ich es, ich finde ihn lecker, ich finde die Nase ist ein bisschen flach, ich bin hier bei 3 bis 4 Daumen hoch.
Preislich kannst du eigentlich nichts sagen. Wir haben hier 59%, ist glaube ich auch Fassstärke. Wohl steht das mit bei? Ich glaube, steht nicht bei. Naja, aber bei 59% können wir schon fast davon ausgehen, dass es Fassstärke ist. Ich glaube, wenn ich jetzt so an Best Drinking Friends denke, ist das wahrscheinlich was, wo du einfach dich chillig hinsetzen kannst. Du trinkst einfach ein Gläschen davon. Und ganz ehrlich, diese 59% sind so top eingebunden. Also habe ich selten so gut erlebt. Höchstens bei Bourbons, wo das echt richtig gut war. Aber hier mega gut gemacht, muss man echt sagen. Ja, wie gesagt, kostet halt 60 Euro. Ich glaube, preislich kann man da nicht meckern. Mit Versand bist du, glaube ich, bei 65 oder 66 Euro. Ich weiß nicht immer so ganz genau. Aber ich glaube, da kannst du, wenn du auf sowas stehst, machst du nichts mit falsch. Wenn du aber gerade was Aromen angeht und Geschmack angeht, auch schon mit einem Obst da nichts anfangen kannst, dann ist das, glaube ich, hier nicht der richtige Whisky für dich. Ja, wenn ihr den schon mal probiert habt, ne, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt. Ich meine, 253 Flaschen, da dürfte jetzt nicht so viel im Umlauf sein. Aber schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren, wie ihr den so fandet. Ansonsten gerne das Video liken, meinen Kanal abonnieren, folgt mir bei Instagram und bei Facebook. Und wenn ihr Bock habt, kommt doch in meine WhatsApp-Whisky-Community-Gruppe. Da müsst ihr mich einfach nur anschreiben. Ich lade euch dann gerne in die Gruppe ein. Ja, jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.